Ja, hallo und willkommen zu meinem ersten Let's Play. Von weg, wenn irgendwas sein sollte, also das ist jetzt mein erster Versuch und jetzt schauen wir mal. Ja, ich wollte, weiß gar nicht, was ich alles so erzählen soll, aber ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie man als Druide auch allein hier durchrennen kann. Und jetzt killen wir erstmal die Ads. Und dann zeige ich euch, worauf ihr achten müsst. Ja, jetzt kommt schon der Erste. Es ist wie gesagt, mit Level 90 ist es jetzt nicht gerade sehr anspruchsvoll. Ist sehr gut zu schaffen. Man muss halt nur schauen, wie die Taktik ist. Also, dass man halt eine Taktik hat. Das ist halt immer so ein bisschen nervig bei denen jetzt hier, aber. Ist mal meine gute. Schauen, ich wollte dann eh später, wenn das Video gefallen sollte, mal noch ein anderes Video machen zum Druiden generell, weil ich selber auch immer sehr viel geschaut hatte und nicht groß das gefunden hatte, was ich wollte. So, jetzt kommen jetzt mal die Waffen, da kennen wir erstmal die da hinten rechts, weil die einen immer so nett vieren. Erste ist schon mal down. Den Stab kill ich mal mit als erstes, weil der ist wichtig für uns dann. Jetzt sind wir erstmal betäubt gewesen. Das ist halt so ein bisschen nervig hier drin, wenn der Naturschaden gesperrt ist, erst recht halt beim Druiden. Das dauert jetzt auch alles ein bisschen länger bei mir, weil ich habe jetzt nur das reine Heiler-Set. Also ich bin halt immer Heiler und gehe auf Eule, um jetzt meine Quests zu machen für MOP oder so, aber jetzt nicht groß irgendwie, um da irgendwas eventuell Second Spec oder so zu haben. Das ist jetzt nicht so. Eins fliegt da noch rum, wo ist es? Das kriegt es nicht ins Target jetzt. Und jetzt nehmen wir uns nur den Stab. Ach, meine Taschen sind eh schon wieder so voll. Legen den Stab an. Benutzen den und der hält 15 Minuten. Dieser Buff, das ist das mentale Schutzfeld. Das wird jetzt erstmal ein bisschen, ja, die werden mich wegkicken, wie ihr seht. Verängstigen. Das ist halt auch so ein bisschen ätzend jetzt hier, dieses. Dann mal ein paar Hotszenen, die ihr habt. Ich meine, als Jäger oder keine Ahnung was, geht das alles ein bisschen einfacher oder als Hexenmeister, als jetzt als Druide, der noch nicht mal die Rüstung dafür hat für das Second Spec. Deshalb knall ich jetzt einfach mal was raus. Weiß jetzt leider gar nicht. Nicht in die Ecke, das sehe ich nichts. Machen wir sie erstmal weg noch schnell. So.
Deshalb dauert es jetzt halt bei mir auch, wie gesagt, alles ein bisschen. Dich unterbreche ich erstmal. Down. Jetzt ist eigentlich relativ einfach. Jetzt müsst ihr nur noch aufpassen, dass euer Buff oben ist. Hier oben rechts das mentale Schutzfeld und dann einfach jetzt, wie gesagt, das dauert halt bei mir jetzt ein bisschen länger, aber halt einfach runterhauen. Und dann schafft man das sogar als Druide. Ich hoffe, das Video ist jetzt nicht zu lang für euch, weil es halt bei mir nicht so schnell geht. Es müssen dann auch gleich die Eier kommen. Machen wir uns mal zur Kampfeule. Ja, die erste Phase ist jetzt vorbei. Es wird einmal in die Luft. Ei runter machen. Runter. Die Hotz aufbauen. Ja, also wie gesagt, was ich halt schon gesagt habe, es dauert jetzt halt bei mir ein bisschen sehr lang, dieser Kampf. Wo ich mich halt entschuldigen muss, was halt daran liegt, dass ich halt kein Second Equip habe, aber ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Und solange man es schafft. Er ist jetzt eh gleich da. So. Ja, wenn man jetzt Glück hat, was ich aber nicht glaube, dann bekommt man Alars Asche. Lass mal schauen, wenn man. Taschen sind so voll. Ja, also wie gesagt, leider nicht dabei. Ansonsten, ja, hoffe ich, euch hat es Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn ihr mein Video liked. Also bis dann, macht's gut, ciao.